Willkommen zurück, meine schönen Menschen, zu Paper Mario und wir sehen jetzt in die Geistervilla. Apropos Geistervilla, ich hab Bock auf Gombario zu wechseln, einfach nur, weil wir wahrscheinlich scannen müssen, neue Gegner. Wahrscheinlich in diesem Sitz lassen wir wieder sehr suspekt. Okay. Was ist hier? Was ist das für eine Tür? Das ist richtig gruselig hier. Meine Güte. Kann man diese Dinger später irgendwie aufhauen mit einem stärkeren Hammer? Weil da habe ich so schon einige Dinger davon gesehen im Boden. Also vielleicht kriegen wir jetzt einen stärkeren Hammer, weil das habe ich auch im Untergrund gesehen, neben dieser Röhre, die ich gerade erwähnt habe, oder in der letzten Folge war das erwähnt habe. Okay. Vielleicht hat es irgendwie. Ist das einfach nur ein Gag? Oder kann ich damit ernsthaft irgendwas machen? Ich will meinen Hammer nicht mehr benutzen. Nö. Okay, dann haben wir halt auch diesen Hebel hier, den wir irgendwie, weiß ich nicht, über die Zeit anhalten müssen oder so. Und auf jeden Fall, das öffnet halt den Weg da. Okay, schön und gut. Aber wenn wir es dann fallen lassen. Muss ich auch was drücken zum Fallen lassen, lass es mal alleine fallen. Na, das schaffe ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Gut, dann gehen wir eine Etage höher, würde ich sagen. Und gucken uns die ganzen Räume an. Wir sind in Jabus, mal gucken. Ob wir uns überhaupt angreifen, bin ich nicht sicher. Okay, der greift uns auf jeden Fall an. Ah, ja. Oh. Mir ist so langweilig. Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben, aber für wie lange noch? Wir können die Truhe öffnen. Aber gut, dann halt nicht. Okay, sind jetzt erstmal freundlich gesinnt, die Buhus. Okay. Wenn das König Buhu erfährt, meine Güte. Okay, nächste Tür. Ist da oben was drin? Mario, da bist du ja. Mario. Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat. Oh nein. Lady Boo wird sehr böse, wenn wir es ihm einfach so, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. Ich glaube, ich achte gerade auf den falschen. Was? Du, komm ich. Ich will dich. Ja. Mich um eins vertan. Okay, jetzt achte ich besser drauf. Okay, der Typ. Ich glaube, der hat jetzt immer noch bei sich eingepackt, aber es behalte mal den anderen Buch auch noch im Auge. Okay, da drüben ist es jetzt bei dem da vorne. Jetzt ist er ganz vorne, jetzt geht er weiter hoch. Jetzt sehe ich wenigstens auch alles, jetzt kannst du es nämlich auch besser im Auge behalten. Weil wir wissen will, das ist halt hier, der hier, du bist es.
Nein, Buhu! Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Tschüss, ihr Bein. Schallplatte. Wie kann man sie nur abspielen? Haben wir schon ein Schallplattengerät gesehen? Aber es geht mal weiter. Aber ich glaube, wir haben schon ein bestimmt schon eine Schallplatte gesehen. Hallo? Ich habe dich erschreckt. Du müsstest noch in den zweiten Stock, oder? Super, musst du allerdings den Inhalt dieses Bildes finden. Findest du ihn? Lass es dich gehen. Hahaha. Ist wirklich voll Luigi's Menschen hier. Kannst du hier runterspringen? Nö. So, irgendwo ist doch bestimmt ein Schallplattenspieler und da können wir dann eine CD einspielen und dann mal gucken. Na, guck mal hier. Ich glaube, ich komme ins Popo den Tag und tötet mich. Oh nein, das habe ich doch letztens schon in GTA gemacht. Das wird nichts mit der Verzögerung. Muss ich hier. Ich muss hier, glaube ich, okay sein, ne? Ja, denke ich mal. Ich gucke gerade wirklich noch auf die Leiste, aber ich sehe rechts, dass dem Geist auf jeden Fall gefällt und ich hoffe, ich kann damit gleich aufhören. Ja, reicht das jetzt mal? Aber wenn ich so ganz wegen GTA San Andreas, finde ich gut. Am besten nur was drücken sie den C-Stick nach oben, aber C-Stick nach oben ist dann irgendwie keine Ahnung, rechten Stick nach links oder was weiß ich. Okay, ich hätte es gar nicht so lange machen müssen. Aha, perfekt. Oh nein, Lady Boo hat mir einen Auftrag zu Schwarz zu überwachen, oh nein. Okay. Muss halt ein bisschen selbst bedecken, das Spiel sagt dann nicht alles. Ja, ist man nicht mehr gewohnt von modernen Spielen, aber hey, okay, cool. Dann können wir jetzt das Gewicht ja quasi da ranhängen. Also wir können irgendwie mal ab, man kann eigentlich auch immer nach oben drücken, oder hier so. Drücken und dann sagt halt, halt Gumbari auch ein bisschen was über den Ort. Habe ich dann schon ein paar Mal aus Versehen aktiviert und so, aber ja, habe halt keine Lust, überall zu machen. Aber vielleicht ganz gut, wenn man halt irgendwie keine Ahnung hat, dann ist es wahrscheinlich eine ganz sinnvolle Sache. Dankeschön. Dann gucken wir doch mal, was sich hier befindet. Noch eine Schatztruhe. Und eine Treppe nach unten. Sehr beunruhigend. Wir gehen nach oben, aber gut, dann gehen wir erstmal nach unten in den Keller. Warum auch nicht? Hier ist eine Uhr. Clock Tower. Majora's Mask, confirmed. Die Musik ist so richtige Resident Evil Musik, muss ich zugeben. Also so ein bisschen zumindest so ein Ansetzen. Da ist eine Tür. Okay, sehr linear der Weg, gefällt mir. Ich gehe einfach mal hier rauf und springe einfach mal hoch. Kann ja sein, dass da irgendwie was ist. Oh. Für diesen haben wir immer noch sehr, sehr falsch. Kriegen wir jetzt den Hammer? Ah, jetzt kriegen wir den Hammer.
Denn ich weiß aber nicht mal alle Orte, wo so ein Ding war, aber gut. Ich weiß nicht, wie im Untergrund war so eins, aber naja. Was wir nicht finden, finden wir halt nicht. Ah, nee, das ist kein Hammer, das ist, also leider kein Hammer. Aber das ist so ein Stampf. Also bessere Schuhe, einfach bessere Schuhe. Wir haben ja schon bessere Hammer bekommen, dann brauchen wir bessere Schuhe, gibt's denn. Wenn du dieses Stiefel haben willst, musst du raten, wer von uns sie hat. Lady Boo wird sehr böse. Okay, der hat ihn auf jeden Fall, okay. Ganz aufpassen. Kann ich jetzt laufen? Ich kann nicht lesen, was der Typ sagt, okay? Es tut mir leid. Ich will den da hauen. Du hast die Superstiefel erhalten. Die Angriffskraft von Mario gesprungen wird erhöht. Außerdem kannst du nun den Wirbelsprung ausfüllen, wenn du A in der Luft drückst. Nein, Buhu! Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Boo, Lady wird uns den Hintern versohlen. Okay, aber Leute, Blöden haben wir tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, also von daher. Stand überhaupt. Was stand da? Wirbelsprung? Das ist halt eine Stampfattacke, das ist eine Arschbombe. Oh. Jetzt können wir noch mehr Sachen zerstören, ist ja verrückt. Eine versteckte Bodenplatte, sagt er. Ah, stimmt, Leute. Ich habe es doch mal gesagt, dass im Boden Sachen versteckt sind, ne? Hier, das ist es. Dass einfach so random Sternsplitter irgendwo in der Weltgeschichte verstreut sind. Das ist halt ekelhaft. Aber das Einzige, was wir halt haben, ist halt die olle Frau, die uns halt immer so sagt, so, ja, gib Geld, dann sage ich dir, oh, da finde ich ein bisschen kacke. Weil theoretisch muss man ja wirklich die komplette Weltgeschichte abklopfen, wenn man jetzt nicht unbedingt Geld abgeben will. Was sind das eigentlich für große Möbel? Okay, ein Schalter. Beunruhigend. Ich hab's verstanden, Spiel. Oh, das ist ein Item. Oh, ein Item. Oh, ein Itemladen. Warum nicht, ne? Was haben wir hier? Was ist das hier für ein Item? Keine Ahnung. Was denn Evil-Musik? Lady Boo hat mir befohlen, keine Ware an Mario zu verkaufen. Und da du Mario bist. Okay, dann kaufe ich halt hier nicht ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du viele Kunden hast hier unten, aber hey. Wie du meinst. Nehme ich halt dieses Item hier mit Superpilz. Das macht der Superpilz. Ich will mal kurz nachgucken. Vier, 10 KP, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich bin voll. Einfach gedrückt halten. Okay, da waren wir gerade drin. Ja, dann gehen wir einfach wieder raus. Skurril. Oh, eine Truhe. Beide, die haben wir gerade eben schon aufgemacht. Da war es eine Falle. Ich mach's einfach nochmal auf. Hier sterbe ich jetzt. Das ist halt immer noch eine Falle, von mir aus. Was hat das jetzt gebracht? Ja, okay, wir haben das Item bekommen. Also wir haben den besseren Schuh bekommen, den können wir uns bestimmt hier irgendwo nutzen.
Okay, das ist schon eine verdächtige Stelle. Also sollte auf jeden Fall so an verdächtigen Stellen immer mal so eine Sternvertagung machen. Aber ich will immer noch wissen, wofür ich diese Sternsplitter brauche. Okay, und hier war auch noch was, genau. Ich hätte erst die Truhen kaputt machen sollen, aber gut. Passt schon. Ich will jetzt nicht unbedingt runterfallen, deshalb aktiviert jetzt mal den Carry. Ah, Boost-Porträt, cool. Waren wir hier unten schon? Ne, hier unten waren wir auch noch nicht. Was ist denn das für ein Ort? Ist das auch nochmal eine Stampf? Na, den muss ich nochmal, reinfallen lassen. Da muss ich mich gleich nochmal reinfallen lassen. Aber was kriege ich hin? Okay, ah, okay, jetzt sind wir hier. Okay. Also, ich will mal irgendwie zu Gumbaru wechseln. Einfach nur für den Fall, dass halt. Irgendwie jetzt ein neuer Gegner kommt. Dass einfach auf einmal meine Buhus ein bisschen angreifen zu müssen. So, keine Ahnung. Weil es ja eher gutartige Buhus sind. Interessanterweise. Ich hab das Gefühl, ich krieg das Timing nicht hin, weil das Spiel rumbuggt. Naja. Stellt 5 KP wieder her, was haben wir denn sonst noch so? Wir kommen weg damit. Nochmal 5 KP. Ja, das bleibt hier. Fick dich. Weil das könnte ich dann der Frau geben eigentlich, ne? So ein Apfel. Ich habe ja hier ganz viel gegen BP, ne? Komm, dann packe ich mal was ein Blatt weg. Ich will eigentlich schon was ein Blatt behalten, muss ich zugeben. Komm, Honiglirup. Oh, ich hatte Angst, dass ich es verkacke. Ein Sternsplitter. Das war es den Aufwand, den Aufwand auf jeden Fall wert. So, ich würde auch gerne was ein. Allein, ich würde gerne was einlagern. Alle den Apfel einlagern, weil ihr würdet doch gerne schon in der Küche geben. Ist ja so, Küche und so. Na gut, soll ich abspeichern? Ich speichere einfach mal ab. Wahrscheinlich kommt gleich nochmal ein Speicherpunkt, bevor es überhaupt gefährlich wird, aber hey, es war bisher nicht gefährlich, also vielleicht kommt auch kein Speicherpunkt, weil das Spiel kacke ist. Und dann muss ich alles neu machen und das wollen wir ja nicht. Also wenn ich verpeile, ein Safe State zu machen, aber im Zweifelsfall ist das Safe State auch schon zu spät. Von daher, immer schön offiziell speichern oder halt den Safe State an der Stelle machen oder halt einfach, man kann einfach überall Safe Staten. Oh, jetzt auch schon so ein Bild von den Typen oder von der Seite, da kommt einfach nochmal so ein Bild hin. Oh, ah, schon viel besser. Dankeschön. Spring einfach in das Bild. Ich kümmere mich um den Rest. Bestellt. Schöne Grüße von mir. 2 Türen. Fällt mir nicht. Okay, ist der gleiche Raum. Endlich bist du da. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Mein Name ist Bu. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Buhutler, der Butler. Ich bin Lady Bu's bescheidener Diener. Der Grund, warum ich es als hierher gebeten habe, ist der, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Buhutler, instruiere ihn. Natürlich, meine Lady.
Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf thront das Schloss von Tubba Bubba. Blubber. Er ist ein Monster und er frisst Geister. Buhus sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tubba Bubba ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Er scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tubba Bubba. Doch es besteht noch Hoffnung. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Tubba Bubba ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist vermutlich etwas, das auf seinen Schwachpunkt schließen lässt. Nun denn, Mario. Ich will, dass du seine Geheimnisse herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du doch tun, oder? Natürlich wird er für die Dienste belohnt. Schaffst du es, Tubba Bubba zu besiegen, so sollst du das hier haben. Ist ein Angebot. Mario, es tut mir leid, dass wir uns in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Ich konnte aus Tubba Blubbas Schloss entfliehen, jedoch war ich sehr geschwächt, als ich es endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel aufschweben. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternstuppengipfel machen, um von dort aus in den Sternhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach dem Ausweg gesucht habe, wurde ich von Buhus gefangen und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Das stimmt auf jeden Fall. Hier in Tubba Bubba Schloss? Das steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht billigen, dass ihr euch selbst in solch Gefahr aussetzt. Sei still, Buhudler. Ich habe schon zu viel Leid gesehen, das Tubba Bubba verursacht hat. Hubba Bubba. Ich will mit meinen eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady, ich, Behudler, werde euch begleiten. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr. Ich kann selber auf mich aufpassen. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Ladybug, ich bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Was? So. Bist du damit einverstanden? Natürlich. Boo gehört zum Team. Boo, sind wir hier bei Monster AG. Ob es dir passt oder nicht. Drücke hoch oder drücke X, um das Team unsichtbar zu machen. So wird euch niemand bemerken. Bist du transparent? Gehen Gegenstände durch dich hindurch. Verrückt. Ohrfeige. Unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriffen schützt. Drücke. Okay, cool. Aber wir haben immer noch einen Brief für jemanden. Aber nicht für Behudler, oder? Oder? Ich guck mal. Ich könnte auch einfach so mit ihm reden, aber ich will gucken. Frankie. Klingt nach Händler. Du bist nicht Frankie. Frankie Kong. Wo bist du, Frankie? Du bist doch Frankie, stimmt's? Warum bin ich bin Paracat, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen Brief für dich. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich ausgeteilt. Oh, vielen Dank. Wie schön, endlich ist da jemand. Was hättest du vergessen? Würdest du das für mich zustellen? Tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss. Bitte bring diesen Brief an ein Kind in Toad Town. Sein Name ist Dane Tier. Meistens spielt er mit seinen Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Er muss Züge wohl sehr gerne haben. Behutlichen Dank, ob ich mir das merken kann. Ich weiß ja nicht. Ah, okay, das steht da ja auch, okay. So. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich als nächstes leveln werde. Buhu. Wo ging's runter? Da hinten ging's runter. Ich will nochmal zum Laden. Jetzt darf ich ja bestimmt einkaufen. So. Beziehungsweise ich möchte auch halt auch was einlagen. Oh, apropos. Vielleicht sollte ich es auch erst machen, wenn ich schon im Lager war. Ich gehe erst runter und dann kann ich ja immer noch die Steine da zerkloppen. Willkommen im Buhusladen. Erstmal lagern.
Ja, noch etwas lagern. Kannst du Superpilz eigentlich auch der Frau geben? Ich will es im Messer nicht riskieren. Bratpilz wird dafür benutzt. Powerblock, Donnerblitz. Gegen einen Gegner 5 Angriff und lädt Mario auf. Mach mal A und Zero Back. Was ist das hier für ein Item? Klingt spannend auf jeden Fall. Stoppuhr. Ahornsirup, ist ein toller Lebenspilz. Stellt 10 KB her, wenn Mario besiegt wird. Nehme ich mal mit, würde ich sagen. So ein bisschen, Kupo-Münze. So, ich will nochmal was einlagern, glaube ich. Letztes Mal das Item kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er hat viel zu viel. KP, BP, Ding. Noch mehr BP. Komm, mach, lager mal das Blattwehr ein. Irgendwie klappt es nicht immer, das merkt ihr. Keine Ahnung, was da los ist, okay. War der Speichern sogar unnötig? Naja, passt. Passiert trotzdem. Einfach gehen. Einfach raus hier, einfach raus hier. Einfach raus hier. Aber hier habe ich doch schon was rausgeholt. Ja genau, hier habe ich doch schon was rausgeholt. Es ist ein bisschen doof, dass mir trotzdem angezeigt wird hier. Aber es kommt ja nichts raus, das sehe ich ja dann. So. Hier gibt es noch so böse Buhus. Also halt quasi so, glaubst du, wenn dann. Sah hier ein bisschen anders aus als die klassischen Buhus. Ich bin gespannt. Ja, wir gehen nochmal ins nächste Bild und gucken mal. Los, öffnet es. Ey, guck, die sehen ein bisschen anders aus als die klassischen Buhus. So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Gut, das ist jetzt aber ein guter Ort, um die Folge zu beenden. Ich weiß, jetzt wieder alles unter 30 Minuten, aber es ist ein guter Ausgleich und ja. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr so weit im Vorfeld, da will ich auch ein bisschen wieder quasi Folgen Hauch haben, quasi. Also ja, bis zum nächsten Mal und ciao.